Ja, mittlerweile ist es schon wieder knapp 1,5 Monate her, dass ich aus Malaysia zurückgekommen bin. Seitdem ist halt wieder Alltag angesagt und ich versuche nach wie vor, mir so eine gewisse Work-Life-Balance aufzubauen und ja, mehr Sport in meinen Alltag zu integrieren. Mit der Motivation ist es so ein Up and Down. Die meisten werden es kennen. An manchen Tagen ist man super motiviert und dann gibt es wieder die Tage, wo man irgendwie einfach keinen Bock hat. Ich muss sagen, heute Morgen war ich zuerst auch richtig unmotiviert. Ich hatte auch erst schon beschlossen, nicht laufen zu gehen. Aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft, mich zu pushen. Und Überraschung, ich bin froh, dass ich gegangen bin. Es war jetzt kein super langer Lauf oder so, aber allein die frische Luft und die Sonne am Morgen, das tut echt gut und hat mir jetzt noch mal so ein bisschen extra Motivation für den Tag mitgegeben. Ich laufe übrigens auch nicht ganz ohne Grund. Meine Freundin Aline, bei der ich jetzt am Wochenende in Lüneburg gewesen bin, und ich, wir haben uns nämlich für einen 10-Kilometer-Lauf angemeldet im Juni. Ja, 10 Kilometer ist jetzt nicht so super viel und bis Juni ist zum Glück auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich weiß, dass ich jetzt echt mal mit Trainieren anfangen muss. Ich will mich da halt auch nicht durchquälen, sondern ich würde das lieber so ein bisschen, ja, locker, flockig mitnehmen. Schauen wir mal. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, ich habe mir auch den Pony vor ein paar Wochen so ein bisschen nachschneiden lassen. Ich war allerdings bei einer anderen Friseurin und mit dem Ergebnis auch nur so semi zufrieden. Und ich merke halt echt einfach wieder, wie aufwendig so ein Pony ist. Auch wenn es gestylt ganz cool aussieht, ich denke, ich werde es eher wieder rauswachsen lassen, bis ich dann das nächste Mal Lust drauf kriege. Naja. Mir ist die Tage aufgefallen, dass ich jetzt tatsächlich schon ein halbes Jahr hier in der Wohnung wohne, ging auch wieder so schnell rum die Zeit. Ich hatte ja schon gesagt, dass es so diverse Dinge hier gibt, die ich gerne noch anbringen oder austauschen möchte, aber alles so Step by Step. Und dass mich diese hohen weißen Wände so ein bisschen belasten, weshalb das jetzt die erste Sache ist, die ich angehen werde. Auch wenn ich gerade ein bisschen Angst habe, weil irgendwo habe ich mich ja auch an die Wände gewöhnt, so wie sie sind. Und oh, am Ende bohre ich da Löcher rein und es gefällt mir nicht. Im schlimmsten Fall macht man sie halt wieder zu. Dafür habe ich in den letzten Wochen auch schon ein paar Sachen besorgt. Eine Leiter. Dann die Regalbretter. Das sind 2x100 cm, 2x90 cm. Die kürzeren will ich hierhin machen, weil hier ja auch die Wand ein Stück kürzer ist. Die zwei längeren kommen dann hier einmal übers Bett und einmal übers Sofa. Aber bevor ich irgendwas bohre, werde ich erstmal mit diesem Detektor gucken, dass da auch keine Kabel oder so in der Wand sind. Und wenn das geklärt ist, dann kommt das Baby hier zum Einsatz. Zusammen mit diesem Koffer hier. So sehen die Wandregalbretter aus, noch wie so mit Baumrinde, sehr natürlich. Das Ding wiegt schon ein paar Kilo und was sehr praktisch ist, ist diese Montagehilfe, die dabei war. Das kann ich dann einfach an die Wand hängen, mit der Wasserwaage gucken, dass alles gerade ist und dann schön hier die Bohrstellen markieren. Okay, das sah jetzt irgendwie nicht gut aus. Also entweder es war rot oder alles war gelb, aber kein grün. Weshalb ich mich jetzt frage, ob ich es entweder falsch gemacht habe oder ob ich in diese Wand einfach nicht reinbohren sollte. Ich glaube, ich gucke mal, wie es bei den anderen Wänden aussieht. Ich bin gerade echt erleichtert, dass ich mir das Gerät geholt habe, weil ich war kurz davor, einfach wild drauf loszubohren. Allerdings sieht es so aus, als würde man in die Wand hinter mir nicht bohren können. Das entspricht jetzt nicht so ganz meiner Planung. Dafür sieht es über dem Bett und über der Couch ganz gut aus.
Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen entmutigt und glaube, ich werde das Vorhaben erstmal aufs Wochenende verschieben. Ich glaube, ich muss mich darauf mental jetzt noch ein bisschen besser vorbereiten. Ihr seht, ich habe mal wieder eine etwas motiviertere Woche, was sportliche Aktivitäten betrifft. Ich würde sagen, Work in Progress. Ja, gestern Abend hat's meine Laune dann schon ein bisschen runtergezogen, dass das mit dem Wandregal nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Eigentlich hätte ich jetzt in der Mittagspause Therapie gehabt. Da wurde mir allerdings heute früh Bescheid gegeben, dass das krankheitsbedingt ausfällt. Und naja, da ich jetzt quasi eine freie Mittagspause habe, dachte ich, probiere ich es vielleicht dann jetzt an der anderen Wand mit dem Wandregal, weil jetzt will ich auch irgendwie nicht bis zum Wochenende damit warten. Ich dachte, ich mache halt vielleicht erstmal eins dran, drückt mir die Daumen, dass das jetzt auch funktioniert. So, jetzt kommt der spaßige Teil. Das Bohren. Ich meine, wenn ich es verkacke, dann hänge ich halt einfach ein Bild drüber. Ja. Boah, mir ist gerade irgendwie echt ein bisschen schlecht. So aufgeregt bin ich. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ansetzen. Ich weiß halt nur nicht genau, wie tief die sein müssen. Ich glaube, ich gucke mal, ob die Dinger da schon reinpassen. Ich stell mal lieber die Kamera runter, bevor noch was passiert. Wir sehen uns gleich wieder. Sie sind drin. Also, es hat mich gerade echt noch ein bisschen Schweiß gekostet, aber es hängt. Vielleicht nicht 100% gerade, aber die paar Millimeter. Irgendwie denke ich gerade, dass es doch noch ein Stück länger hätte sein können. Ich habe jetzt einfach erstmal irgendwas draufgestellt, aber es ist was an der Wand. Ich glaube, ich finde es gut. Ich muss mich noch dran gewöhnen, aber ich finde es gut. Ich gehe jetzt noch mal kurz
kurz ins Büro, weil Linda, meine Kollegin, die ist jetzt wieder aus dem Urlaub zurück und ist morgen das erste Mal wieder im Büro, hatte in der Zwischenzeit auch Geburtstag, weshalb ich unser Büro noch ein bisschen dekorieren möchte jetzt. Das hat sie nämlich an meinem Geburtstag auch für mich gemacht und ich finde das einfach, ja, eine schöne Geste. Und weil ich nicht damit gerechnet hatte, in der Mittagspause so körperlich aktiv zu sein, hatte ich mir gestern schon für heute einen Cycle-Kurs gebucht, wo es dann auch zu spät war zum Stornieren, weshalb ich da dann vom Büro aus noch hingehen werde. Aber ich glaube, ich setze mich einfach in die letzte Reihe und strampel so ein bisschen gemütlich vor mich hin, weil ich bin nämlich jetzt eigentlich schon fix und fertig. Wer hätte gedacht, dass es so anstrengend ist, so ein kleines Regal aufzuhängen? Auf dem Heimweg muss ich dann noch mal kurz in den Supermarkt, weil ich nämlich dann noch für morgen Muffins backen will. Busy, busy.